Es gibt viele Tools, mit denen man gemeinsam Notizen im Internet erstellen oder auch teilen kann. Das Beste aus meiner Sicht ist derzeit CodyMD. CodyMD ist Open Source und läuft komplett im Browser. Wenn man auf eine CodyMD-Seite geht, dann sieht das für den Anfänger vielleicht erstmal etwas verwirrend aus. Man kann sich einloggen, man kann aber auch meistens einfach als Gast eine Notiz anlegen. Wenn ich hier auf Neue Gastnotiz oben klicke, wird ein neues CodyMD-Markdown-Dokument erstellt. Und ich kann direkt hier in dem Editorfenster links einen Text eingeben und sehe rechts in der Vorschau, wie das Ganze aussieht. Soweit vielleicht langweilig, das kann ich mit jedem Etherpad machen. CodyMD kann wesentlich mehr. Was es alles kann, werde ich euch, denke ich, in einem zweiten Video erklären. Hier zeige ich erstmal kurz den Aufbau des Editors. Dafür habe ich schon mal etwas vorbereitet. Ich wechsle mal schnell auf die Seite. Also, ich habe bei CodyMD hier oben mehrere Möglichkeiten, mit dem Dokument zu arbeiten. Wenn ich in meinem Dokument nach unten scrolle, verschwindet die Leiste. Wenn ich nach oben scrolle, erscheint sie sofort wieder. Ich fange mal von links an. Wenn ich auf CodyMD klicke, komme ich zurück zu der Startseite, von der ich eben losgegangen bin. Dieses Auge bedeutet, dass ich im Ansichtsmodus bin. Das ist der Modus, den ihr gerade seht. Standardmäßig startet es im geteilten Modus. Im geteilten Modus kann ich links Text eingeben und rechts sehe ich gleich, was passiert, wie der Text hinterher aussieht. Ich kann auch nur im Editorfenster arbeiten und mir hinterher das Dokument anschauen. Es gibt einen Tag- und einen Nachtmodus. Wenn mir das mit dem weißen Hintergrund zu anstrengend ist, auf Dauer gehe ich in den Nachtmodus. Wenn mir das zu dunkel ist, schalte ich in den Tagmodus. Das geht einfach über die Sonne und den Mond, die hier oben sind. Und das Fragezeichen gibt mir eine Hilfsübersicht über die meisten wichtigen Befehle und ja, gibt mir auch ein paar Links, wo ich Hilfe finde. Dass ich mit neu ein neues Dokument anlegen kann, habe ich euch schon gesagt. Dieses kann ich auch im Internet veröffentlichen, so dass nicht daran weitergearbeitet werden kann. Das heißt, ich habe ein Dokument, an dem gearbeitet werden kann. Alles, was ich dazu machen muss, um gemeinsam damit zu arbeiten, ist, ich gehe in den Browser und nehme den Link, der hier oben ist, kopiere ihn und schicke ihn an meine Kollegen weiter, die ebenfalls daran arbeiten möchten. Alle, die im Browser auf den gleichen Link gehen, kommen in das gleiche Dokument und hier oben sehe ich, wie viele gerade online sind. Über Menü habe ich dann noch die Möglichkeit, eine Versionshistorie zu sehen. Das heißt, ich kann Änderungen rückgängig machen. Ich habe einen Präsentationsmodus, der sehr schön ist, aber jetzt, glaube ich, über die Einführung etwas hinausgehen würde. Ich kann meine Dokumente im- und exportieren oder herunterladen. Ja, das ist so das Wichtigste. Oben über dem Dokument sehe ich auch, wann das letzte Mal eine Änderung vorgenommen wurde. Gegebenenfalls, wer das Dokument besitzt, wenn ich hier über das Symbol gehe. Und hier sehe ich, wie die Rechte sind. Also das ist im Moment so abgeschlossen, dass ich als Gast nicht daran arbeiten kann. Auch da kann ich kurz erklären, wie das funktioniert. Wenn ich selber das Dokument besitze, kann ich hier oben bei Locked die Rechte ändern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder frei für alle Gäste und angemeldeten Nutzer zu editieren, oder bis privat, dass ich nur alleine das Ganze lesen und schreiben kann. Ja, so viel als kurze Einführung. Ich hoffe, das hilft etwas, welche Funktionen es alles gibt. Dafür werde ich ein zweites Video vorbereiten. Ja, und wenn euch das Ganze hilfreich erscheint, dann hinterlasst mir doch ein Like und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann vielleicht einen Kommentar. Danke, auf bald.